Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ja, heute gibt es wieder ein kleines Unboxing. Und zwar, ja, wenn das Video hier online ist, bin ich schon in Frankreich. Und für Frankreich habe ich mir natürlich was Nettes gekauft. Ja, ein Messer braucht. Und ich weiß, die Messergesetze sind relativ streng. Ja, trotzdem, ich hoffe mal, mit einem Victorinox komme ich durch. Und zwar hab ich mir da was Schönes gekauft. Und zwar ein Forester Wood Edition. So, nehmen wir es mal raus. Ja, und hier ist das gute Teil auch schon. Ja, es ist groß. Aber ich bin ja eher auf noch, ich sage mal, ländlicheren Gegenden Frankreich. Und wenn ich mir da mal so ein Brot schmiere damit oder so, wird das hoffentlich keine Probleme geben. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier ist alles aus Holz. Hier haben wir wieder eine Ahle hier hinten. Einen Korkenzieher. Korkenöffner. Korkenzieher. Ja, jetzt. So, dann schauen wir vorne mal. Hier haben wir eine Klinge, die arretiert. Das Messer, ja, es ist schon groß, aber man braucht es. Ganz einfach. Ja, es arretiert und das gefällt mir. Es hat hier noch einen Zwischenstopp. So, was haben wir noch dabei? Ich muss selbst erst genau schauen. Okay, hier haben wir noch eine Säge. Klar, wenn man mal einen Baum fällen will, so einen Mammutbaum. Ja, da braucht man sowas. Nee, die werde ich relativ selten verwenden. Außer vielleicht mal für so einen kleinen Stock abschneiden oder so. Keine Ahnung, mal sehen. So, was ist noch dabei? Ja, die üblichen Verdächtigen. Dosenöffner und so weiter. Ja, man kennt's. Jedenfalls alles in allem ein. Oh, okay. Aha. Das hier verriegelt auch noch. Geil. Nice. Tolles kleines Feature. Ja, alles in allem ein wirklich, wirklich tolles Messer. Vor allem die Optik. Wow. Und wenn ihr euch so eins kauft, dann fragt, also wenn ihr es zum Beispiel in einem Geschäft kauft, einfach mal nach, ob ihr mehrere anschauen könnt. Denn die Holzmuster sind da immer wieder verschieden. Also, dass ihr auswählen könnt, was euch gefällt. Mir hat dieses hier am besten gefallen. Dann habe ich es mir gekauft. Und dazu noch eine kleine Hülle. Ja, hier hinten die genaue Artikelnummer. Was ich hier toll finde, das Ganze kann man drehen, also auch an den Rucksack machen und so. Das Ganze ist aus Leder. Ob jetzt Echtleder oder Kunstleder, weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Da müsste man nachschauen. Ja, hier haben wir einen Klettverschluss und hier passt das Messerchen rein und ist sicher geschützt, kann nicht rausfallen. Tolle Sache. Ja, was soll ich sagen? Victorinox ist eine tolle Marke. So als Reisemesser auch immer sehr, sehr geil. Irgendwie kaufe ich mir für jede Reise ein neues Victorinox. Komisch. Naja, egal. Jedenfalls, ja, wenn das Video hier online ist, bin ich schon in Frankreich. Genieße ein Glas Wein. Und ja, danach geht's dann nach einer Woche auf nach Köln. Da werde ich auch noch zum Victorinox-Geschäft rein. Ja, wahrscheinlich noch eins besorgen. Ja, vielleicht mache ich da mal ein Video oder sowas wie einen Vlog oder keine Ahnung. Mal sehen. Wie sich alles einfach ergibt. So, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Haut mir eure Meinung zu dem Teil hier in die Kommentare. Ich wünsche euch allen derweil eine tolle Zeit. Vergesst natürlich nicht, ein Abo dazulassen und klickt hier links drüben drauf, um noch zwei weitere Videos von mir anzusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Dodecross. Ciao.